kurz bevor das Video startet, möchte ich nochmal darauf anmerken oder darauf hinweisen, dass diese Videos Streamaufzeichnungen sind. Sprich, ich habe das im Prinzip auf Twitch live gestreamt und lade es jetzt hier auf YouTube als Let's Play für euch hoch. Wenn ihr immer dabei sein wollt live, schaut auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal vorbei, ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Dann habe ich auch unseren Stream-Spielstand hier. Diesen hier. Na los, Jodenmatch, let's go. Ich hab Bock. Ich hab Bock, den der Konföderation unabhängiger System ein bisschen die Hucke voll zu hauen. So. Genau, da sind wir. Yavin 4. Das ist der Stand der Galaxis bis jetzt. Ich würde mich gerne nach oben weiter ausbreiten. Wir haben hier unsere Venatoren. Wie viele sind das? Das ist ein Interdiktor, zwei Venatoren und dieser komische Prätor-Destroyer. Der bleibt hier. Dann rücken wir mal vor Richtung Bonadan. Zwei Venatoren und ein Interdiktor dürfte eigentlich dicke reichen. Da mache ich mir gar keine Gedanken drum. Auf Yavin haben wir nix. Hier haben wir was. Mon Cal. Oh, da geht's schon los. Ja, machen wir mal. Wir wissen ja, wie es geht. So. Rein da. Da kommen sie aus dem Hyperraum. So, die starten natürlich auch ihre ganzen Fliegerchen. Ja, das wissen wir mittlerweile. So, ihr geht mal jagen. Und ihr bleibt dicht bei den Großkampfschiffen. Ich sehe wegen der Webcam jetzt natürlich nicht, beziehungsweise wegen der Webcam, wegen der Kamera halt nicht das Radar genau. Das dürfte eigentlich gar nicht schlimm sein. Da sind so unsere Venatoren. Zeigen wir den Klappergestellen mal, was Sache ist. Ah, da ist schon Feindkontakt. Dann geht ihr da bitte auch mal hoch. Die Bomber halten sich bitte ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Die haben nämlich in Stücke geschossen, das weiß ich. Ah, da sind sie schon. So, der Interdiktor kann erstmal das machen, was er am besten kann. Lasst meine Bomber in Ruhe, Mann. Ihr habt keine Rechte. Wo haben die viele Jäger? Du meine Güte. Das sind viele Jäger. Haben die keine Fregatten oder sowas diesmal? Sieht nicht so aus, schade. Ich mag das eigentlich mit meinen Venatoren Großkampfschiffe platt zu hauen. Na, dann nicht. Ach komm, die hauen eh nicht ab und wenn, dann haben wir eh gewonnen, von daher. Da sind sie. Angriff! Haben sie wohl auch noch welche? Jawohl. Das sind Großkampfschiffe. Naja, Großkampfschiffe ist relativ, ne? Jagen. Die Bomber. Angriff. Interdiktor. Angriff. Die Bomber können mal bitte die Engines deaktivieren. Damit die erste sich schon mal nicht mehr zurückziehen kann. Also fliehen kann, ist ja nicht zurückziehen in dem Sinne. Die AK-170-Sternen hier können auch mal angreifen. Was macht ihr denn hier? Seid ihr komplett bescheuert? Sich vom Dienst drücken oder was? Das ist immer der Richtige, ey. Programmiert programmiert seit Geburt, sehe ich. Programmiert zum Flüchten, Arschlöcher. So, wo wollt ihr hin? Wollt ihr nicht mit uns spielen? Das finde ich jetzt aber ganz schön frech. Macht platt jetzt. Macht sie alle platt. Meint sie nieder. Mir ist alles recht. Hauptsache gewinnen.
So, hier, der Winnertour nimmt mal den hier aufs Korn. So, eine kleine Scheißfregatte dürfte ja wohl keine Herausforderung für den Venator sein. Hoffe ich mal. Wir kommandieren ihn jetzt einfach mal. Bin mal so dreist. Fire on that engines! Aber wie sind die Dinger scheiße schnell? Wir geben ihm einfach mal Befehl, dass er den verfolgen soll. So. Ich meine, die hier hat's eh bald hinter sich. Okay, der Interdiktor hat halt nicht viele Waffen. Oh, was macht der Venator denn hier? Er steht rum und macht nichts. Ich glaube, der Interdiktor ist nicht perfekt für sowas. Ja. Okay, wenn der kaputt geht, ist das relativ egal, weil der war nur mal, um zu gucken, wie es funktioniert. Und jetzt weiß ich, wie es funktioniert. So, die Fregatte kriegt schon mal die Hucke voll, die hier auch. Gott, was drehen sich diese Venatoren langsam. Die Weak Points bei den Sternzerstörern sind halt immer hinten die Antriebe, das ist das Problem. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Antriebe zersägen, dann haben wir ein richtiges Problem. So, die 170er machen ihre Arbeit gut. Der Interdiktor kriegt richtig auf die Fresse. Brauchst kein Missile Jamming Field. Also du brauchst es nicht, du Idiot. Ah. Wir brauchen definitiv stärkere Großkampfschiffe. Die Venatoren, die sind gut, aber auch nicht gut irgendwie. Die sind nichts Halbes und nichts Ganzes, so das ist der Begriff, den ich gesucht habe. Muss halt mal gucken, ob es was Größeres gibt als Venatoren. Eigentlich müsste es Imperator-Sternzerstörer geben, also Imperium-Sternzerstörer. Weil die Republik die nämlich eigentlich auch hatte. Am Ende der Klonkriege. Aber ich denke nicht, dass die hier im Spiel haben. Auch weil es ein Mod ist. Mal ganz davon abgesehen. So, hier, weiter angreifen bitte. Wobei, der Interdiktor hat keine Waffen mehr. Der dreht mal bitte ab. Überlass den großen Jungs das mal. Guck mal, die Venatoren stinken gegen so eine Piratenfregatte ab. Oder wir müssen die Venatoren halt wirklich in Masse einsetzen. Oh nein, der Interdiktor. Nein! Scheiße. Die Venator muss man echt in Masse einsetzen, da reichen zwei. Da müssen wir 4, 5 Stück haben wir schon, brauchen wir schon. Verdoppeln wir unsere Feuerpower ja im Prinzip. Der andere muss hier unten ja jetzt sein. Muss man eben die Kamera ein bisschen verschieben. Genau, da ist er. Machen platt. Techcrafter, hello there. Hallöchen. Ach ja, nee. General Kenobi. Vergessen. Aber jetzt kommen ja noch Piratenjäger. Sie haben selbst gegen Piraten zu knabbern. Das ist schon eine Nummer. Wir brauchen definitiv mehr von den Venatoren. Definitiv. Viel mehr. Zwei reichen nicht. Der Mic klingt scheiße. Moment, ich muss mal reinhören. Warum höre ich mich jetzt nicht? Hallo? Ah, ich weiß, woran es liegt. Moment. Eigentlich wieder gehen. Oder? Hört man mich überhaupt wieder? Ja, okay, gut. Ah ja, jetzt geht's wieder. Oder? Mal im Reinhören. Genau, jetzt geht's wieder.
Nee, das Problem ist, das Kabel steckt immer lose, also nicht lose, aber halt nicht richtig drinne. Und deswegen kommt halt dieses Kratzen. Das höre ich aber ja immer nicht. Das ist ja das Problem. Ich höre mich ja nicht selber. Das könnte ich auch nicht, da würde ich durchdrehen. Aber gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Sonst wäre wahrscheinlich die ganze Stream noch so rüber gewesen. So, jetzt mach die blöden verkackten Piratenfregatten hier weg, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Dass wir hier mit Piraten so lange rumkämpfen müssen. Schildgeneratoren. Mach platt. Machst du Viewer Games? Heute nicht. Bin auch nicht mehr lange da. Ich mal halbe Stunde noch oder so. Mal gucken. Ich will heute auf jeden Fall gucken, dass ich die ersten Schlachten gegen die Konföderation starte. In der Hoffnung, dass die mehr als einen Planeten haben. Weil ich hatte nämlich das Problem, dass als ich privat eine galaktische Eroberung gemacht habe, die KI einfach nur einen Planeten hatte und das war's. Während ich mit der halben Galaxie angerollt kam. So, geschafft. Und heute will ich das endlich mal hinkriegen, dass ich mal richtige Schlachten mache und nicht nur so eine Babykacke hier. Piraten kann ja jeder platt machen. Nee, ich will keine Ballermann-Hits, bitte. Da ist Datum hier. Ich würde ganz gerne gucken, wo haben wir denn hier? Da. Das Größte, was geht, sind wirklich die Venator-Sternzerstörer. Ja, komm, da bauen wir einfach noch mal einen von. Schaden nicht. Kann man nie genug von haben. So, Landschlacht mache ich ja immer automatisch, weil ich die nicht mag. Sondern hätte ich hier nämlich ganz gerne. Welche Mod ist das? Das ist immer noch die Joden-Mod, wie beim letzten Mal. So, dann hätte ich hier nämlich gerne noch Minen. Was gibt der Planet mir von Boni? Ach, der hat sogar einen higher Credit Production Rate. Dann würde sich das ja erst recht lohnen, da richtig Minen drauf zu klatschen. So, dann knallen wir jetzt nämlich nochmal richtig Venatoren raus. Die brauchen nämlich definitiv, wir brauchen mehr davon. Oder wir wollen einfach den Mandator von Mace Windu. Nein, der ist OP. Also der ist wirklich OP. Der schnitzelt alles. Dann haben wir nämlich vier Stück. Dann würde ich ganz gerne noch so einen hier mitnehmen. So einen Zenith Cruiser. Zack. Haben wir hier Bodentruppen? Ja, ne, da hatte ich jetzt welche, ne? Genau, das reicht auch. Dann gehen wir gleich nämlich auf Moonlist. Dann bilden wir auf, haben wir Kamino? Ja, haben wir. Bilden wir hier nochmal eben schnell. Jetzt knallen wir Benetton raus, baut eine. Ja, das kommt. Das kommt. Stormtrooper Phase 1. So. Bauen wir noch einen. Können wir nicht, weil wir nicht genug Credits haben. Es ist zum Kotzen. So. Ja, es stimmt schon. Das war blöd formuliert. So, komm. Einen brauchen wir noch. Auf Kamino sind auch die Truppen mittlerweile am Start. Holen wir uns mal drei Stücken von. Und schicken die auch nochmal da hoch. So. Dann bauen wir hier auch nochmal ein. Auf Yavin können wir eigentlich auch noch mal. Guck mal, auf Credit Production Rate. Wieso? Auf Yavin überhaupt schon was gebaut? Nee, ich habe auf Yavin noch gar nichts gebaut. Das geht bei mir verkehrt. So. Dann hauen wir einfach mal ein paar Venatoren da oben hin und dann holen wir uns mal die nächsten Planeten. Kann sich ja keiner antun. Zack. Jetzt haben wir davon fünf Stück, wenn der hier gleich da ist. Das geht ja. Da dürfte einiges mitgehen. So. Zack. Ich speichere mal eben ab. Weil ich habe keinen Bock, dass das Spiel abstürzt und dann der Speicherstand wieder weg ist. Wie beim Modellieren eben. So. Moonlist.
Oder Munilinst. Munilinst. Ich weiß nicht, wie man sowas ausspricht. Dann ziehen wir mal in den Krieg. Hoffentlich ist es der Planet. Ah, okay, gut. Welches Datum hier eigentlich die. Also, rein nach Logik müssten die Planeten alle haben. Oder die KI ist halt tot. Ich weiß es nicht. Also, beim letzten Mal, als ich privat gespielt hatte, war das. Oder war die KI tot?